Underhall und Dunmora sind kampfbereit. Wie steht es mit dem Adler des Westens? Junge Elfe. Jung? Wisset, dass wir bereits Truppen zum Nadelberg entsandt haben. Sie belagern in diesem Moment das Bulwark. Ihr habt die Seuche von uns genommen, Shaikan. Ich werde die Leben meiner Untertanen mit denen eurer Familie vergelten. Das Bulwark wird fallen. Dann verlieren wir keine Zeit. Wo sind Einar und Schattenlied? Einar ist bereits beim Bulwark. Schattenlied ist verschwunden. Wo ist sie? Die Miliz sucht sie erfolglos. Ich kann sie nicht spüren. Irgendetwas trennt sie von uns, das selbst der Blutruf nicht durchdringen kann. Mächtiges Zauberwerk oder endgültige Vernichtung. Und damit heiße ich euch willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Spellforce. Es könnte vielleicht sein, dass ich so ein bisschen süchtig danach geworden bin, gerade der Zeit, und eigentlich anderes aufnehmen müsste. Und ja, das ist so. Und dann startet sich plötzlich das Spiel. Das ist ganz, ganz komisch. Ich glaube, da ist Zauberei am Werk. Das ist ganz seltsam. Ich würde eigentlich was ganz anderes machen. Das ist gut. Das ist gut. Schlachtruf. Mana-Raub lassen wir ehrlich gesagt noch. Einfach weil es doch noch zwischendurch mal hilfreich war, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was jetzt mit Schattenlied passiert ist. So, ja. Ich habe mich dazu entschlossen, halt nach Siebenburg zurückzukehren, wie ihr gemerkt habt. Und nicht direkt zur Westwehr, um das dann eben zu machen. Ich dachte mir, wir können einfach weitermachen, ne? Machen hier mit Redmund müssen wir sprechen. Ist das Redmund? Weil da das Ausrufezeichen und so weiter ist? Ja, ist es. Gut, dann gehen wir in die Garnison der Miliz. Hier mal hin, mit ihm zu sprechen. Und gucken mal, was passiert, und gucken mal, ob wir es bereuen werden, dass wir die anderen nicht zu uns geholt haben. Immer Hilfe von aufrechten Bürgern. Wo ist Schattenlied? Dieser Norcane? Wahrscheinlich tot. Ist das die ganze Weisheit der Miliz? Wo ist sie? Sie wurde wohl verschleppt. Einige Bürger haben gesehen, wie sie von Männern in Richtung Nordosten gebracht wurde. Und niemand hat ihr geholfen, richtig? Reizend. Nordosten also. Mir fiel auch beim Schneiden auf, als ich unterwegs war in Siebenburg, dass dieses Tor ja noch zu war und alles. Das habe ich zwischendurch komplett vergessen. Es ist gut, wenn man hin und wieder die Sachen auch schneidet, die man aufnimmt. Ne? Das ist von Vorteil. Dann erinnert man sich an Dinge, die man dann direkt wieder vergisst. Und sobald sie relevant sind, fallen sie einem wieder ein. Das ist eine schöne Kombination. Oder Verkettung. So, hier waren Wölfe und hier habe ich ja so einen Bären bei einer Kiste gesehen. Da ist noch ein Bär. Kann ich noch ein bisschen rauszoomen? Ja. Ich mache das hier mal ein bisschen rausgezoomt da. Hat bis jetzt noch nie jemand von euch bemerkt. Sind ja auch alle kein Problem. Ich habe jetzt Leutchen dabei, das ist alles so tutti frutti. Bestens. Gut, die machen ein bisschen mehr Schaden. Dass ich drei Leute habe, die heilen, dann können sich zwei noch selber heilen und ich habe noch zwei mit Unterstützung. Ist eigentlich ganz, also was Heilen angeht, bin ich hier echt gut ausgestattet, muss ich sagen.
könnte, glaube ich, besser gar nicht sein. So, der ist erledigt. Können Sie mir mal hier helfen? Paar Bären. Ja, okay, das könnte ein bisschen länger dauern. Zur Not muss ich schneiden. Oder vorspulen. Vorspulen ist, glaube ich, auch so eine gute Sache mal, ne? Zwischendurch mal vorspulen. Das war ein besonderer Bär mit Namen und hat gut was an Erfahrungspunkten gegeben. So, dann gehen wir mal weiter. Erstmal zu den Wölfen. Die Wölfe sind einfacher zu besiegen. Weil es mir jetzt persönlich nicht gefällt, dass die so angegriffen werden hier. Also hier Shai und so. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Die sollen einfach nur meine Wenigkeit angreifen. Die halten zum Glück nicht viel aus, aber die können trotzdem ordentlich Schaden machen, bei Magier natürlich, ne? So, ich muss mal gucken, dass meine Wenigkeit vorwegläuft. Nicht so wie eben einfach meine Magier als erstes langlaufen. Aha. Ah, Haggard. Hallo, da ist Schattenlied. Macht er mit denen Geschäfte. Oh nein, zurück. Ich soll die angreifen. Ah, das sind so zwei mit Namen, ne? Sarsul und Gula. Schon mal erledigt. Rein theoretisch könnte ich auch hier erst noch die Bären und so wegmachen, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das was wird. Ihr werdet verzeihen, wenn ich mir eure Gefährtin als Preis für euren Frevel nehme. Ich muss der Herrin etwas bieten, dass sie mein Versagen vergessen lässt. Das verhasste Halbblut, lebendig für die Folter. Dafür werde ich König, wenn wir mit euch fertig sind. Oh, da geht's bestimmt um die, die anfangs da angegriffen hatte und so weiter. Von der ist bestimmt die Rede. Hey, boah, geh mal zurück wieder. So, und jetzt kommt Haggard als nächstes. Ich hab mir mein ganzes Mana geklaut. So blöd, wie viel Schaden der mir macht.
So. Gedankensplittler. Hat interessante Items bei sich. So, da haben wir Schattenlied. Wir haben hier aber auch noch ein paar Skelette. Ja klar, das eine Skelett rennt direkt hier hin. Typisch. So, die Kiste kann ich mir schon mal holen. Da ist ja auch noch irgendwas. Portal zur Nadel. Schattenlied ja sowieso. Das haben wir schon mal. Ich würde aber gerne mal da oben hingehen, um zu gucken, was das da ist. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ihr seht einen Gedankenstein, einen magischen Gegenstand, mit dem die Dunkelelfen im Geist über weite Entfernung miteinander sprechen können. Er benötigt einen Gedankensplitter der Zielperson, um mit ihr in die Gedankenverbindung zu treten. Ja genau, Sovinias, so heißt sie. Ich würde das aber, glaube ich, jetzt noch nicht machen wollen, sondern vielleicht erstmal mit Schattenlied reden. Ich habe ja auch noch die ganzen, die könnten mir ja helfen hier gegen die Biesterchen. Fällt mir gerade ein. Sollen sie mal zu mir rennen? Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Endlich, diese feigen Lichtbeter. Was wollte dieser Kerl von euch? Er war ein Agent Sorvinas, der geheimen Herrscherin des Paktes. Sie ist die Mutter von Toth'lar, dem obersten Archon der Narkane, und Witwe des verhassten Nas'shar. Sie hat den Schattenpakt ausgehandelt. Sie hat meinen Vater ermordet, und jetzt will sie mein Blut. Weil ihr Craigs Tochter seid? Nicht nur deswegen. Toth'lar gelang es einmal mit Hilfe eines Runenkriegers, seinen Vater Nas'shar wiederzubeleben. Mein Vater war zu dieser Zeit in Gefangenschaft, also stellte ich mich Nas'shar entgegen und schickte ihn zurück in sein Grab. Seitdem gilt Sorvinas Blutrache auch mir. Dieser Lothar, ja, der kommt als Name, taucht da auch auf. Hm, da war aber schon so nekromantmäßig, dann hatten wir seinen Kopf für irgendwen. Wer war dieser Nas'shar? Ein Teufel. Ein Verräter an allem, woran wir Narkane glauben oder geglaubt haben. Er war zu dieser Zeit Fürst von Drachlur und herrschte dort mit einer Grausamkeit, die selbst uns Narkane erschauern ließ. Er forschte schon damals nach den Schatten und opferte ihnen nicht nur die Seelen von Lichtbetern, sondern auch die der eigenen Soldaten. Drachlur war überzogen mit den Häuten seiner Opfer. Als es ihm gelang, die Schattenklinge zu erringen, rief er sich zum Herrscher über das Reich aus. Mein Vater, der damals noch ein angesehener General war, wurde mit seiner Niederwerfung beauftragt. Als Ersten gelang es ihm, Drachlur, die Uneinnehmbare, zu stürmen. Er erschlug Nas'shar an ihrer höchsten Treppe, dem gleichen Ort, an dem nun auch mein Vater sein Ende gefunden hat. Wie konnte Sorvina den Schattenpakt schließen? Sie ist eine Alchemistin der Silberhand, eine der mächtigsten ihrer Zunft. Das Vermächtnis ihres Mannes Nas'shar enthielt viel Wissen über die Schatten. Wahrscheinlich besitzt sie einen mächtigen Gegenstand, der es ihr erlaubt, einen Handel mit den Schatten zu erzwingen. Sie bot einen Teil der Lebenskraft meines Volkes im Austausch für die Unterstützung der Schatten. Toth'lar und die obersten Archonen woben den Zauber des Paktes und im gesamten Reich begannen sich die Narkane zu verändern. Selbst ich bin nicht davon verschont geblieben. Also will Sorvina Rache für ihren toten Mann? Nein, auch Rache für ihr Schicksal. Als mein Vater Nas'shar zum ersten Mal schlug, hatte sie als Braut des Verräters die Wahl. Die Klinge oder Gift?
Sie wählte das Gift. Seitdem stirbt sie. Nur durch Zauberei und unglaubliche Anstrengung kann sie ihren Tod immer weiter hinauszögern, während das Gift sie langsam auszehrt. Ihre Qual muss endlos sein. Nun stellt euch vor, wie stark ihr Hass brennt. Wenn sie nur euch will, warum der Angriff auf meine Heimat? Warum deswegen einen Krieg gegen das Licht beginnen? Das bleibt ein Rätsel. Vielleicht musste sie den Archonen einen Krieg versprechen, um Truppen für ihre Zwecke zu bekommen. Oder sie sucht nach etwas. Wir müssen zum Nadelberg. Der Angriff auf das Bulwark hat begonnen. Okay. Ich habe mir auch schon gedacht, dass es genau hier ist. Weil da stand ja schließlich die Nadel. Und in der Zwischenzeit sind die Herrschaften hier auch aufgetaucht. Das ist doch auch schön. So. Ablenken. Nee, nicht das. Achso, auf die habe ich ja gar keinen Zugriff, genau. Stimmt ja, da war ja was. War hier noch weiter, also irgendwie weiter vorne noch einer? Ich weiß es nicht. Ja doch. Ich hoffe, das klappt. Jetzt mit Schattenlied an unserer Seite sollte es eigentlich kein Problem mehr sein, ha? Die Soldaten kommen auch ganz gut zurecht, wie es den Anschein macht, dadurch, dass die Druiden halt die ganze Zeit heilen. Da ist noch ein Wolf, den könnt ihr angreifen. Ja, das sieht doch super aus. Ich hatte einen verloren gehabt, ne? Naja, so ist das. Okay, dann kann ich das mit diesem Gedankensplitter mal machen. Weil ich muss ja definitiv durch das Portal gehen. Und dann ist das hier halt einfach auch mal eine kürzere Folge. Das darf ja auch sein, ne? Zur Abwechslung. Wenn ich schon nichts anderes aufnehme, außer das hier. Ja, die anderen Spiele sind auch gut, die derzeit laufen, aber irgendwie komme ich hier gerade so schön voran und Spellforce ist halt nun mal etwas, was mich immer schon gefesselt hat, ne? So, gut, wir nehmen mal den Gedankensplitter von Sovenia. Der Gedankenstein glüht auf und als ihr die Augen schließt, verschmelzen eure Gedanken für einen kurzen Moment mit denen Sovenias. Es läuft soweit nach Plan. Die Scheikern zu wenige, der Bund abgelenkt, der Drache gehört mir. Sollen die Archonen dann ihren Krieg haben? Sollen sie sich selbst zur Opferbank führen an den Mauern des Lichts? Was kümmert's mich? Sie sind dumm und schwach. Sogar Tothla, mein nichtswürdiger Sohn, kann sie anführen. Nascha, mein Gemahl. Wenn ich erst das Geheimnis habe, wirst auch du wieder leben. Er hat mich verstanden. Er gab mir Macht, Wissen, nicht hohle Phrasen. Bin ich denn eine Barbarin, dass man mich mit Geschmeiden und Spiegeln betört? Soll ich wie ein Kind in meinen Gemächern mit Kleidern spielen? Ich will frei sein. Nascha erkannte die dunkle Kraft, die den weiblichen Norkane innewohnt. Und wenn ich wieder schön bin und du lebst, dann werde ich dir einen Sohn gebären, der deiner würdig ist. Wer ist in meinem Geist? Hagard? Wer seid ihr? Fahrt mit euch! Der Gedankensplitter schmilzt, als der Gedankenstein hell aufglüht und dann erlischt. Jo. Gut, dass sie hinter dem Drachen her ist, ist ja klar, ne? Und dass es auch was damit zu tun hat, ihren Gemahl wieder lebendig zu machen und so weiter, das kann man sich auch denken. Das ist so dieses klassische Klischee. Es ist einfach so. Gut, ich steuere gerade schon auf das Portal zu. Ich würde dann sagen, dass wir mal genießen, dass es eine kürzere Folge ist und dass wir dann in der nächsten Folge weitermachen. In der nächsten Folgeaufnahmesession. Ja, jetzt ist eine Folge.
Das nächste Mal ist es eine Aufnahmesession, denke ich, wenn wir dann bei der Nadel sind. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich bin gespannt. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss, eure Tal.